Der TSV Bottendorf lud die Ausdauerelite Nordhessens bereits zum 7. Mal zum Burgwald-Triathlon. Fabian Glasel und sein Organisationsteam sind dafür bekannt, sich jedes Jahr etwas noch Spektakuläreres auszudenken. Dabei aber das Altbewährte und bei den Athleten Beliebte beizubehalten. Dieses Jahr gelang es, die hessische Meisterschaft im Duathlon der olympischen Distanz auszurichten. Dabei ging es zunächst auf eine 10,5 Kilometer lange Laufstrecke. Bevor in der Wechselzone das Radequipment angelegt wurde, um die 40 Kilometer Strecke durch den Burgwald zu absolvieren. Marcel Glaser stieg als erster aufs Rennrad, knapp hinter ihm Jörn Gabler. Die 30 Männer und zwei Frauen, die sich diese enorme Distanz zutrauten, gingen auf eine anspruchsvolle, aber sehr schnelle Strecke. Zunächst ging es flach über den Schafterbach Richtung Ernsthausen. Dann folgte ab Wiesenfeld eine Steigung bis nach Burgwald. Ab dort ging es mit knapp 40 Stundenkilometer über die Umgehung bis zur Rosenthaler Straße. Wer in Bottendorf am Sportplatz ankam, hatte genau 20 Kilometer auf seinem Tacho stehen. Weil es so schön war, durften die Duathleten noch eine zweite Runde fahren. Gabler war flink mit seinen Pedalen und ließ Glaser vor dem Wechsel von Rad auf Laufschuhe hinter sich. Dies versprach Spannung vor dem abschließenden 5-Kilometer-Lauf. Im Teilnehmerfeld waren auch mehrere lokale Helden. Allen voran Steffen Mengel und Olaf Wickenhöfer. Beide mischten von Beginn an im vorderen Drittel mit. Der starke Läufer Wickenhöfer war nach dem ersten Lauf gar Zweiter. Mengel rangierte nach dem Radfahren auf Platz 11. Michael Imhoff, Matthias Koch, Dominik Burg und Heidi Hafner machten ihre Sache gut. Die Bottendorfer Fußballer Daniel Pakura und Alessandro Casella fighteten unglaublich und hielten sich wacker. Ankommen war das Ziel und da muss man manchmal auch schon mal auf den eigenen Körper hören, ihm eine Pause gönnen, um dann wieder voll durchstarten zu können. So, der Bottendorfer Alessandro Casella begibt sich jetzt auf die 5 Kilometer. Auf geht's und 2000. Nach 2 Stunden, 7 Minuten und 4 Sekunden kam Marcel Glaser vom WVC Kassel als erster ins Ziel und holte sich den Hessenmeistertitel im Duathlon. Circa 2 Minuten nahm er Gabler ab, der Zweiter wurde. Der erst 19-jährige Tim Niebergall aus Oberursel holte sich den dritten Podestplatz. Steffen Mengel passierte nach starken 2 Stunden und 24 Minuten die Ziellinie, wurde Elfter und in seiner Altersklasse der TM25 Hessenmeister. Im Gesamtklassement kam Wickenhöfer sogar 3 Plätze vor ihm ins Ziel. Michael Imhoff wurde 16er und auch die anderen Duathleten kamen alle ins Ziel und können mega stolz auf sich sein. Martin Hahnappel, der Geschäftsführer des Hessischen Triathlonverbandes, zeigte sich vor der Siegerehrung sehr angetan von dem Bottendorfer Event. Die gesamte Veranstaltung erfülle sein Herz mit Wärme. Hahnappel äußerte ziemlich verbindlich, dass er sich noch mehr dieser Highlights für das beschauliche Burgwaldörtchen vorstellen könne. Um 15 Uhr ging es dann endlich in den Bottendorfer Löschteich. Der Triathlon über die Volksdistanz mit 116 Teilnehmern stand an. Nach 500 Metern in der Kraul-, Rücken- oder Brusttechnik kamen die Athleten über die Treppe und den Teppich in die Wechselzone. Dort haben die Sportler ihre Räder platziert. Robin Reitz war der beste Schwimmer im Feld und kam nach 7 Minuten 26 aus dem Wasser. Das kühle Nass wurde nun gegen den Asphalt getauscht. Simon Schwarz lag die Strecke am besten. Nach knapp 32 Minuten stieg er als erster vom Rad und machte sich auf die 5 Kilometer Laufstrecke. Wie bereits beim Duathlon war diese sehr publikumswirksam angelegt. Auch wieder mit von der Partie waren Frank Heck, Gitta Schäfer und Heike Schmidt vom heimischen Verein GetFit Tritium Burgwald. Nach 57 Minuten war Simon Schwarz vom MRRC München als erster im Ziel. Eine Minute 36 dahinter folgte Daniel Geppert vom WVC Kassel. Auf Platz 3 landete wie bereits im Vorjahr Tobias Kissling vom KSV Baunatal. Bei den Damen siegte Ellen Knöpke vor Lena Nitzke und Marion Weidt. Alle Ergebnisse des Tages finden Sie auf www.tsv-bottendorf.net. Herzlichen Glückwunsch!